Steffen Mongert, es geht wieder los. Wie ist Ihr erster Eindruck von, ja, ich sag mal, von der neuen Mannschaft, die jetzt das Abenteuer erste Bundesliga angeht? Ja, ich glaube, lass nicht über Eindrücke reden. Ich glaube, insgesamt ging so ein bisschen darum, reinzukommen, ein bisschen was zu zeigen. Das haben die Jungs gemacht. Glaube ich schon, dass ein bisschen Spaß dabei war. Und ab morgen geht es ja auch erst los. Und dann werden wir sehen, wie weit wir dann nach und nach kommen. Und wie gesagt, jetzt einen Eindruck davon zu geben, die Jungs sind gut drauf, sind alle gesund. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben keinen Verletzten, bis auf Leopold noch, der noch ein bisschen mit seiner Schulter zu tun hat. Alle anderen sind an Bord. Und das ist erstmal das Wichtigste. Was haben Sie sich vorgenommen jetzt, wenn man das so fragen darf, für diese Saison in der ersten Liga? Auch jetzt schon? Ja, drinbleiben. Das, was keiner von uns erwartet. Wir wollen drinbleiben, wir wollen den gleichen Fußball spielen oder einen ähnlichen Fußball spielen wie letztes Jahr. Also hauptsächlich mutig agieren und natürlich auch nach vorne spielen und wir werden gucken, was rauskommt. Wie viel schwieriger wird es, diese Art von Fußball in der ersten Bundesliga durchzusetzen? Das ist die Frage, die wir uns auch beantworten wollen. Also es wäre jetzt so schwierig zu sagen, es wird schwieriger, weil es klar ist. Natürlich wird jeder Fehler noch brutaler ausgenutzt und das muss uns klar sein, aber es ändert ja nichts an der Art und Weise, wie wir spielen wollen und das werden wir versuchen. Wie schwierig das wird, ist glaube ich jedem bekannt oder wird jedem auch klar sein, dass wir jedes Spiel hart erarbeiten müssen, dass wir in jedem Spiel natürlich mehr als an Grenzen gehen müssen. Das werden wir versuchen und wir werden versuchen, auch die nötigen Punkte zu holen. Ist man der größte Außenseiter in der ersten Liga? Och, ist mir eigentlich am Ende egal. 90 Minuten geht bei 0-0 los und dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Kollegen, ich werde auch noch fragen. Ja, dann schnell. Wie schwer ist das jetzt auch gerade hier mit der Hitze? Es sind auch ganz viele neue Spieler mit dabei, die wollen sich alle zeigen, sich beweisen. Muss man da ein bisschen auch Rücksicht nehmen, so ein bisschen auf die Hitze? Oder wie geht man damit um? Na gut, wir haben ja schon Rücksicht genommen, dass wir ein bisschen früher angefangen haben heute mit 10 Uhr Training. Ich glaube, öffentliches Training 10 Uhr ist dann schon ein bisschen außergewöhnlich. Das haben wir schon auch wegen der Hitze gemacht. Da geht es nicht nur um uns, da geht es auch um die Kinder, die außen rum rumstehen. Von der Warte her nehmen wir natürlich Rücksicht auf die Hitze, aber wir wissen natürlich auch, was wir uns zu erarbeiten haben. Also da ist die Hitze dann wirklich erst an der zweiten Stelle. Die Frage, die in die Richtung geht, du hast schon 2 Testspiele am Mittwoch und am Samstag. Wirst du da beim Trainingsprogramm her Rücksicht nehmen und wie werden die Mannschaften aussehen? Wirst du da bunt mischen oder hast du da schon... Nein, wir werden die ersten 14 Tage oder die ersten, ich glaube, 3 oder 4 Tests sind es, jetzt nicht gleich festnageln, immer wieder nach 45 Minuten wechseln. Aber da gibt es auch keine Rücksicht auf den Gegner oder auf die Spiele. Wie gesagt, so eine Spiele, egal ob es gegen unterklassige Gegner sind oder gegen bessere Mannschaften, haben die Jungs immer wieder anzutreten, immer wieder das auch abzurufen, was sie in jedem Spiel abzurufen haben. Und deswegen wissen wir, was da auf sie zukommt. Nichtsdestotrotz werden wir keine Rücksicht nehmen. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und die Jungs sind, wir werden sehen, wie weit die Jungs dann was verkraften und was nicht. Das heißt, wir werden uns dann natürlich immer dementsprechend auch versuchen, da die Verantwortung auch zu haben, wo wir vielleicht nochmal draufgehen oder wo wir einfach nochmal ein bisschen runterschrauben. Sind Sie mit dem Kader so, wie er bis jetzt ist, schon wunschlos glücklich oder muss da noch ein bisschen was passieren? Oh, ich bin ja immer glücklich. Ich freue mich über die Jungs, die da sind. Ich freue mich, wenn sie das Engagement an den Tag legen, was sie immer an den Tag legen. Und darauf freuen wir uns. Und dass es immer den einen oder anderen Spieler noch geben kann, geben wird, das haben wir bisher immer so gehandhabt. Das werden wir auch handhaben, dass sich vielleicht noch was im Kader verändert. Das halte ich, glaube ich, für normal. Gerade für die Spieler, die vielleicht nicht gleich zum Zug kommen werden oder wo wir einfach sehen, dass es vielleicht nicht reichen wird. Auch da werden wir Gespräche führen, aber das jetzt wirklich auch im Laufe der Vorbereitung. Aber ich bin mit den Jungs, die da sind, mehr als zufrieden und ich freue mich auf eine sehr gute Vorbereitung. Hat sich die erste Trainingseinheit als Erstligatrainer Steffen Baumgart anders angefühlt als die letzte als Zweitligatrainer? Steffen Baumgart fühlt sich noch nicht als Erstligatrainer. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern. Das wird auch nicht nach dem ersten Spiel so sein. Wir freuen uns einfach auf eine gute Saison. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich bin auch nicht der Erfahrenste, was in dem Bereich angeht. Ich sage mal, wir haben jetzt 2 sehr, sehr, sehr gute Jahre gehabt. Jetzt wird es ein Jahr, was vielleicht genauso gut läuft. Wir gucken mal. Ja, wie ist der erste Eindruck von Paderborn? Ja, sehr schön. Also die Stadt ist ein bisschen klein, ist ein bisschen anders als in Mainz, aber sonst ist die Trainingsanlage super, die Plätze sind super. Die ersten Eindrücke von den Jungs auch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht heute beim ersten Training. Und ja, von den ersten Eindrücken her ist Paderborn schon idyllisch. Wie sind so Ihre eigenen Ziele für die Zeit hier in Paderborn? Ja, also definitiv, dass ich erstmal verletzungsfrei bleibe, dass ich gesund durch die Saison komme und dass ich halt mehrere Spiele mache als letztes Jahr. Was haben Sie von Paderborn gerade auch in der letzten Saison mitbekommen? Was haben Sie für einen Eindruck von der Art und Weise, wie ihr Fußball gespielt wird? Ja, also man sieht ja schon, wie viele Tore die letzten beiden Jahre geschossen haben. Also es geht wirklich schlagartig nach vorne und das ist genau mein Spielsystem, mein Spielstil und das, was die letzten beiden Jahre geschafft haben, ist wirklich sensationell und wirklich sehr gut. Was haben Sie für einen ersten Eindruck vom Trainer und vom Trainerteam? Ja, sind sehr gut. Also der Trainer versucht uns seinen Spielstil schon seit dem ersten Tag aus anzusagen und uns einzubringen. Und vom Trainerteam kann ich nur sagen, dass sie top besetzt sind. Vor 3 Jahren haben Sie mit dem Tor für Braunschweig gegen Paderborn dazu beigetragen, dass Paderborns Weg in die dritte Liga beschleunigt wurde. Hätten Sie damals für möglich gehalten, dass Ihr Gegner so eine Entwicklung an den Tag legen würde? Ich weiß ja noch, vor gut 2 Jahren, da sind sie ja beinahe sogar in die Regionalliga gekommen. Also im Fußball
sieht man das halt ganz schnell. Also es geht ganz schnell nach unten und ganz schnell nach oben. Aber dass ich jetzt hier bin, ist, glaube ich, so schlagartig beim Fußball, dass es halt, wie gesagt, schnell nach oben gehen kann. Und bin einfach glücklich, hier in Paderborn zu sein. Von dem ersten Tag, wo das Abenteuer Bundesliga wieder beginnt. Ja, durchweg positiv. Ich meine, schön zu sehen, dass so viele Menschen heute hier rauskommen. Ist auch bei den heißen Temperaturen. Man sieht, dass die Euphorie groß ist. Nicht nur bei uns, sondern bei den Fans auch. Die Jungs sind alles richtig gute Jungs. Wir haben natürlich ordentlich Tempo in der Mannschaft auch dazu geholt. Das muss ich natürlich erstmal alles finden. Gerade die Spielweise, die wir auch immer an den Tag legen wollen. Da brauchen die Jungs sicherlich auch ein paar Einheiten, um das zu verstehen. Aber man sieht, dass es allen Spaß macht. Alle sind gesund und das macht Lust auf mehr. Inwiefern ist der Kader jetzt schon qualitativ einzuschätzen? Ja, ist jetzt schwierig. Ich meine, das war heute die erste Einheit auf dem Platz. Wir haben momentan noch einen sehr, sehr großen Kader, glaube ich, mit knapp 30 Spielern. Müssen wir mal gucken, wie das dann am Ende der Vorbereitung aussieht, ob vielleicht noch was dazukommt, ob vielleicht noch welche weggehen. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir freuen uns erstmal, dass wir jetzt wieder auf dem Platz stehen und werden natürlich in den nächsten Wochen hart arbeiten. In der letzten Saison und auch in der Saison davor hat der SC Paderborn viel Spaß gemacht den Zuschauern aufgrund der offensiven Spielweise. Glauben Sie, dass das auch in der ersten Liga möglich sein wird? Und wie viel schwerer ist es, dieses Spielsystem auch in der ersten Liga durchzusetzen? Ja, das ist erstmal unser Plan, dass wir auch mit der Art und Weise, wie wir in der zweiten Liga auftreten sind, auch in der ersten Liga auftreten wollen, weil das hat uns so stark gemacht. Nur so haben wir den Erfolg in der letzten Saison erzielt. Und warum sollten wir jetzt unsere Spielweise ändern, versuchen in der ersten Liga vielleicht defensiver zu stehen? Das ist nicht unsere Art und Weise. Darauf ist die Mannschaft auch nicht ausgerichtet. Natürlich wird es auch schwerer, weil die Mannschaften stärker sind. Und trotzdem, glaube ich, mit unserer Art und Weise werden wir der einen oder anderen Mannschaft wehtun können und dann auch ordentlich Punkte holen können. Kollege Lühnemeier, wie viel Spaß hat das heute gemacht bei der Hitze? Ja, ich glaube, wir haben noch Glück, dass noch so ein leichtes Lüftchen weht. Also es ist nicht so stickig. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil endlich mal wieder auf dem Platz zu stehen, bevor die harten Einheiten morgen dann beginnen, war das heute nochmal, glaube ich, eine willkommene Abwechslung. Ja, es ist einfach schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Vor allem mit den vielen Menschen hier drumherum macht es natürlich umso mehr Spaß. Gibt es einen Grund, optimistischer zu sein als vor 5 Jahren? Ach, wir gehen mit der gleichen Euphorie rein. Also ich glaube, wir haben damals auch gezeigt, dass wir eine realistische Chance hatten, in der Liga zu bleiben. Wir haben eine sehr, sehr gute Hinserie gespielt, haben es dann leider in der Rückserie nicht halten können. Aber wir werden mit der gleichen Art und Weise, mit der Euphorie, die wir mit in die erste Liga bringen, wollen wir natürlich versuchen, auch in der ersten Liga zu bestehen. Ich glaube, es wird nicht einfach, aber wir freuen uns einfach riesig. Wir haben Bock auf die Sache und wir glauben einfach an das, was wir vorhaben, an den Fußball, den wir spielen. Und ich glaube, dann werden wir, wie gesagt, auch das ein oder andere Spiel gewinnen. Gibt es noch taugliche Erkenntnisse von damals, was man dieses Jahr unbedingt anders machen muss, als vielleicht euch letztes Mal passiert ist? Ja, wir müssen eine bessere Rückserie spielen. Ich glaube, wir haben damals auch nicht so viel verkehrt gemacht. Wir haben uns verdammt gut geschlagen. Wir hatten eine realistische Chance, in der Liga zu bleiben, was uns letztendlich damals keiner zugetraut hat. Das wird uns dieses Jahr auch so gut wie keiner zutrauen, aber wir glauben an uns. Wir gucken nur auf uns. Wir wissen, dass kein anderer außer unsere Fans auf uns zählen. Das muss uns zu einer verschworenen Einheit machen und wie gesagt, dann glaube ich, dann haben wir auch gute Chancen, in der Liga zu bleiben.